Schneck. Schnecki, die Schneck. Oh nein, Benzin. Wir müssen noch Benzin holen, irgendwann scheinbar. Hm, nicht so gut. So, kurzer Blick in die Tanke. Oh, Freundin, eine Frucht. So, haben wir denn hier hinten irgendwas? Mord, die böse Sichel. Eigentlich ganz geil. Aber ich bin voll. Und nochmal einen Ausweis. Schön. Cash ist nicht. Einbaumesser. Okay, gut. Weiter geht's. Ich bin ein bisschen beunruhigt, dass ich da einen Kanister stehen sehe. Irgendwie ein Kanister heißt, wir müssen irgendwann Benzin holen. Fleisch. Ist ja egal, wie viel Fleisch. Und die Köln bloß die fiesen Viecher hier überall. Oh Gott, da ist schon so ein Dicker. Na los, dann komm mal ran. Ein bisschen Abstand. Hey, hey, hey. Ja, bringt dir der Abstand ohne Stern, wenn er dir entgegenglibbert irgendwie. Der hat doch nicht mehr so viel Kohle bei ihr. Schau mal an. So, Cola schnell. Schnell eine Cola Light hinterher. Oh, Coca-Cola Light. Oh, okay. Was haben wir denn hier? Gerne wirklich irgendwo mal eine Werkbank. Würde ich gut finden. Würde ich gut finden. Maybe there's something in here. 100, finde ich so cool. Brauche ich jetzt nicht. Okay, hier gehen wir mal über den Markt. Oh, was ist denn das? Roma-Handschuhmod. Na hallo, nehm ich. Ich glaube zwar nicht, dass die jetzt für meinen Charakter ist, aber was wir haben, haben wir. Hier können wir wahrscheinlich noch ein paar schöne Früchte essen. Wenn wir ne wollen. Oh, ein Ausweis. Purer Zufall. Purer Zufall, Alter. Okay. Man hat so den Impuls, tatsächlich hier total leise zu sein. Und überhaupt keinen Lärm zu machen oder sonst so irgendwas. Oh, Eric. Erike. So, was hast du hier Schönes für mich? Tant, Tant, Tant. Hm, Tant. Ich würde mir mal tatsächlich zwei Minikits kaufen. Dann habe ich wenigstens zur Notfall da. So, vielen Dank, Erik. Du warst mir ja. Echte Hilfe. So, warte mal, hier vorne schaue ich nochmal ganz kurz rein. Sieht mal aus wie so ein, was ist das hier für ein schöner Laden? Snack, Cola, Fakt, Alkohol. So, Kasse, schön, kraftloses Messer. Nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. Können wir alles gebrauchen. Okay. Cool. Na dann, auf geht's, weiter. So was, oh Mann, so was steht hier jetzt hier oben? Hau ab! So, ich kann hier irgendwie rinbreachen, sehe ich gerade. Oh nein, hier ist. Da ist voll drin. Oh Mann, no! Lass mich da einmal da durch! Dankeschön. So, ich sehe irgendwie nichts. Dankeschön, schon besser. Oh, dein Bein, Alter. So, kann ich dich? Ich würde dich trampeln wollen. Nein, ich will nicht die Tür aufmachen. Nicht die Tür aufmachen. Dankeschön. So, gut. So, schließen. Was? Wo? Ach, die ist aber arg schlecht. Die ist aber sehr schlecht. Gut, okay, gehen wir wieder raus. War irgendwie eine Nullnummer. Hm. So, gar nichts drin. Okay. So, knapp 90 Meter. Oh, was haben wir da vorne? Simon Says. So, im Regen ist das wahrscheinlich. Hoppala. Ich weiß jetzt nicht, ob das so effektiv ist im Regen, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Okay, der Eingang ist frei. Die Frage ist, wem sind die jetzt da auf dem Pinsel gegangen? So, Mörderküchenmesser. Oh, schön mit fallen lassen hier. So, alles meins. Gib her eure Kohle. Wer bist du? Bist du wach? Nein, bist du nicht.
zuschließt. So, was haben wir hier? Simon Buchanan, grüß dich. Oh, thanks for the help. Klar, a lot of people gerne. Around here need help. Talk to them. Talk to them. Maybe you can lend them a hand. Okay, okay. Hey, we got more survivors. More survivors. Schön, schön, schön. Und ich sehe, die haben eine Werkbank, das ist sehr cool. I'm making explosives. Okay, Tevin macht explosives. All I need is bleach. I have the means and materials to extract potassium chloride. Very volatile, very powerful. Used in grenades, mortar rounds und landmines. If you bring me bleach, I'll give you a contact grenade. Haben wir denn Bleiche? Whatever you need. Haben wir denn sowas? Fünfmal rein, ja. Let's do this. Gut, gut. Excellent, wunderbar. Any kind of bleach will do. Kevin ist ein Deutscher. Mhm. Wunderbar. Yeah. Let us put these poor souls out of their misery. Out of their misery. Okay, Alter. Okay, okay. So, schwache Hammer, nehmen wir alles mit. So, geh mal von aus. Hey, amigos! Ja, amigo, was ist los? Florenzo. Turn this place into a fortress. Florenzio. And I'm in charge of defense. Before we found this place, we were searching for guns. And all we found was money. Mucho dinero. Schön. So if you can find some grain alcohol for Molotov cocktails, we would be glad to give you some of that fair. Ja, wäre auch mal die Frage, ne? Weil wir haben ja mehrere Anlaufpunkte für Alkohol. Die Frage ist nur irgendwie, er will zum Beispiel 5 haben irgendwie. Für einen Molotov-Cocktail. Ja, muss man halt mal gucken. Eigentlich muss man zu dem gehen, der den wenigsten Alkohol für einen Molotov-Cocktail braucht. Und ich glaube, das war tatsächlich der Kauz auf der Insel. Ich komme leider auf seinen Namen nicht mehr. Irgendwie der mit seinem eingezäunten kleinen Häuschen irgendwie auf der Rückseite vom Hotel. Ich glaube, in der Kirche bin ich der Meinung, kriegt man auch recht günstig den Molotov-Cocktail. Im Verhältnis zum Alkohol? Wir schauen einfach mal. Jetzt starten, absolutely. Ja, alles klar. Ist natürlich so eine Daueraufgabe. Find something. Können wir auch wahrscheinlich, aber mache ich jetzt nicht. Ich schaue mich mal kurz weiter um. Warte mal, habe ich hier noch irgendwas? Hier sehen, was ist denn das hier? Kraftlose Messer. Anything! Wäre natürlich cool, wenn ich hier irgendwo auch das alle gleich verkaufen kann. Hey! Carl! Carl! I'm trying to fix a CB radio, so I can finally get someone to rescue us. Ja. But I'm missing a few parts. Die vielen Teile für eine Funkgerät, okay. Cable. They're in a shop not far from here. You think you could locate them for me? Ja, kriegen wir alles hin. Sure. Gib mir mal erstmal alle Euro für haben. Just be careful. Ich sag die alle mit einmal ein. Let me know if you find anything useful. Haben wir denn hier? Ah, schön, hier ohne Karte. Das heißt, wir haben hier auch einen Schnellreisepunkt. Das ist natürlich sehr cool. Das ist sehr geil. Da können wir, excuse me. Ja. Oh, was haben wir hier? Starke, böse Doppelklinge. Quan. Quan, mein Bester. Was ist denn los? I'm Quan. My brother and I came here from Korea to work. Du siehst nicht aus wie Quan. I went out to look for food. Hm? And those things, they tried to kill me. If not for Nick, I'd be dead. He bring me here. But my brother, he's still hiding in apartment. Okay. He probably thinks I'm dead. He's there all alone. It's not safe there. Could you find him and bring him back here, please? Na klar, natürlich. Blutsbahn, such nach Quans Bruder. Yes. Yes. I don't have anything here to give you. But we have money. You can have it. Woher soll ich denn jetzt wissen? Seehard Street Nummer 13, Alter? Ich hab hier keine Map, ich hab hier keine Straßennamen. Find my brother. I worried about him. Ja, ich mach mir auch Sorgen um mich alle. So. Carla. Excuse me. Ja, ja, geht gleich los. Carla, was möchtest du? Dein Asthma-Inhalator ist fast leer. Der Stress ist schon klar. Ich glaube, so ein nasser Lappen soll helfen, ne? Irgendwie. The stress of all this is just making it worse. Logik. I know all the nearby pharmacies have been looted. But if you happen to find even a partially full inhaler, ich glaube, da kriegen wir hin. I'd be very grateful. Na klar, bring Carla einen Asthma-Inhalator. Let's do this. Thank you. Thank you. I don't know how long this one will last. Wir gucken mal. So, my inhaler is almost empty. Ja. Beeil mich, wir machen gleich los. Sprechen wir schnell mit Jack. I was with some survivors and we were attacked by looters. And I ran.
And I think I'm the only one who made it. Loot by looters. One of those bastards took my wallet. All my money. Ja, credit Kredite, cards. Krieg ich halt raus jetzt nicht mehr. And my daughter's picture. She's back home in New York and she's the only thing keeping me going. Ja, wenn sie aber nicht hier ist, dann scheiß auf das Foto jetzt, Alter. And I promised her I'd be back in time for her 10th birthday. I've disappointed her so many times. Ich find's immer unverhältnismäßig, wegen was für Banalitäten ihr hier in die Spur geschickt habt. Eine Kette. Ein Foto von, also wenn die Tochter, ich sag mal, klingt jetzt blöd, aber wenn die Tochter tot wäre, könnte ich's noch nachvollziehen, dass er extrem an dem Foto hängt. Wenn das letzte ist, was er hat von ihr. Aber sie ist in New York. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt nur gerade die Seuche auf Benoit ausgebrochen ist oder ob die jetzt natürlich weltumspannt ist. Ja? Of course. Klar! They Natürlich. Jumped us by the drugstore close to the canal. Jack. They're probably still hanging around there. Okay. Do this for me and I will pay you very well. I promise. Na, ich hoffe. Ich hoffe, mein Freund. Okay, gut, gut, gut. Na, es ist ja wunderbar. So, ich würde jetzt aber trotzdem erstmal gerne bitte hier die... Hier ist das Poster. 5 Flaschen Alkohol. Achso, hier bin ich. Ja, klar, hier bin ich ja. So, hier ist das Ding von Jacks Tochter, aber wir machen jetzt erstmal ganz kurz mit einem Bein im Grab. Weil das war hier direkt um die Ecke. Wir müssen mal auch ein bisschen hier mit denen erstmal fertig werden, was wir machen wollten. So, hier hängen wir noch. Das erste von 5 Postern hängen wir hier, glaube ich, auf. Das ist aber toll, Alter. Oh, ist ja schön. Da haben sich aber Entwickler sehr viel Spaß bei gemacht. Also sehr viel Spaß bei gehabt. Okay, okay, okay. So, wo? Und wieder einen Treffer gekriegt. Dafür in your face, mein Freund. In your face. Fleisch. Okay, jedes Mal, wenn ich anscheinend hier Köpfe zertrample, so fies wie der klingt, krieg Fleisch. Yay. Wohn, du wolltest jetzt was? Du hast eine Frage? Na, die werde ich dir ganz schnell beantworten. Die Antwort ist Photosynthese. Und ich habe gerade vergessen, die Sichel quasi wieder zu reparieren, glaube ich. Weiß ich. Das ist ärgerlich. Dead for good. Dead for good. Das mache ich mal schnell. So, jetzt bin ich schnell da. Repariere natürlich mal erstmal schnell die Sichel. Reparieren. Reparieren. So, jetzt bin ich ein bisschen beruhigter. Auf geht's wieder dahin. So, da vorne ist ja schon was los. So, wir sind Motorradfahrer hier unterwegs. Alle tragen so beschissene Helme. Ich glaube, ich spinne. So, was haben wir? Hallo? Lieber Apotheker? Unangenehm, einfach unangenehm. Und wir haben das Insulin. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oha, und wir sind ganz schön niedergeschlagen hier von der Gesundheit. Jetzt mal schnell erstmal ein paar Dinger trinken. Asthma-Inhalator, oh cool. Wir haben gleich 2 Sachen auf einmal. Das ist super. Das ist sehr, sehr, sehr super. So, lass mich mal kurz auf die Karte schauen. Hier könnten wir hin. Besorge Insulin. Hier wäre tatsächlich, muss ich mehrere Insulin-Inhalatoren besorgen? Alice Jacobs. Da, pff, Alter, was möchtest du denn für einen Umweg bitte laufen? Da gehen wir mal kurz hin. Weil die, kenne ich noch nicht. So, schnell eine Runde rum hier um den neuen Bus. Okay, alles klar, jetzt verstehe ich, warum wir hier nicht so richtig rumkommen. Ich würde mal kurz probieren, kann ich hier auf die Mauer springen und dann einfach ganz doof da langs balancieren? Nein, kann ich nicht. Ich kann auch wahrscheinlich nicht auf den Bus springen, oder? Okay, dann gehe ich mal diesen Weg. In der Hoffnung, dass ich da vorbei kann. Okay,
Das heißt für mich schon wieder, hier sind wieder menschliche Dinge. So, kurz mal ein Ding eingeschenkt hier. Ja, das sind menschliche Gegner. So, die haben mich letztes Mal schon... Also es waren nicht die, aber es waren menschliche Gegner, die mich tatsächlich eine Menge Geld gekostet haben. Deswegen würde ich jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen versuchen, gediegener reinzugehen. Oh, die Schüsse klingen ja cool, Alter. Duft, duft, duft. Frage ist, auf wen schießen die gerade? Auf mich. Verstehe. Na klar. Haben sofort gesehen, dass ich da bin und sind sofort am Start. Tot? Tot. So, nachladen. Nur einmal looten. Munition mitgenommen. So, Sporttasche. Na los, komm, komm mal raus. Er wird tatsächlich die ganze Zeit von den Zombies angegriffen, das ist natürlich ganz geil. Who else? So, wäre natürlich cool gewesen, hätte ich jetzt, sag mal, die Schulter wechseln können. Na? Hätte jetzt vielleicht ohne Menge gebracht, aber ich glaube, das ist in diesem Spiel nicht drin. Leider. Ist aber trotzdem schön. So, was haben wir hier? Ein Ausweis. Ja, das hat sich doch gelohnt. So, machen wir schnell einen Apfel. Oh, und wir haben eine stärkere Waffe mal wieder. 663 ist die neue Benchmark. Schön. Kraftlose Taktmesser. Ach komm, wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit. So, okay. Aber ich wollte ja... zu der netten Dame. Kann ich denn hier durch? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich mich durchkloppen? Nee. Leider nicht. So, Wetter ist auch wieder ein bisschen besser geworden. Oh, hier ist eine Kiste. Das ist alles nicht so prall. So, oh Gott, jetzt sag mir doch bitte nicht, dass dieser immens riesengroße, lange Umweg wirklich der bessere und kürzere Weg gewesen wäre. Das wäre übel. Das wäre nicht gut. Ach, Mann. Was ist hier? Okay, da unten geht's auch irgendwie ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob wir da mal runterschauen sollten. Die hängen ja alle vor diesem Laden ab. Okay, wir sollten ihm helfen. Ach, wir können ihm mal schnell helfen. Allerdings muss man nur ganz klar sagen, blöde Situation, weil halt einfach ein Schläger mit dabei ist. Gut, die Klingen waren jetzt nicht so schlimm. Nice. Einfach, der war ziemlich geil. Ich liebe die Sichel. Sichel ist gut. So, okay, alles klar. Schläger niedergemacht, 600. So, Matt Horton, was hast du für mich? Grüß dich, Matt. Got bitten, turned into a fucking maniac and I had to beat his goddamn head in with a goddamn wrench. Das ist nicht schön. Und? Behinderte Bolo macht. Oh, 300. Oh, die würde ich gerne nehmen. Die würde ich gerne mitnehmen. Warte mal, dann müssen wir kurz mal ins Inventar schauen. So, da lasse ich doch mal den blöden, schwachen Hammer fallen. Dankeschön. Zack, eingepackt. Hast du noch irgendwas Schönes für mich hier? Oh! Dein Chef war noch nicht ganz so. We made it. Fertig, wie du dachtest. Jesus Christ. Okay, ein bisschen Alkohol. Take whatever the hell you need. I'm fucking out of here. Alles klar. Oh, schön. Und wir bekommen von dir? Oh, 1,5, Alter. Das ist ja schön.
Sehr, sehr schön. So, ich verliere mich hier gerade so ein bisschen in den Aufträgen irgendwie. So, wir haben einen Fertigkeitspunkt zu vergeben. Was ist das denn? Ich würde mal sagen, ich setze hier mal einen Punkt irgendwie. Wir haben Raserei bis jetzt noch nicht benutzt, aber wir müssen es tatsächlich benutzen. Ich muss das ein bisschen mehr in mein Gameplay mit... Ja, die ganze Zeit hier schön eingeraucht hier, wa? Ich muss das ein bisschen mehr in mein Gameplay mit implementieren. Ganz blöd gesagt. Weil das echt... Das geht gut ab. Das geht gut ab. Okay, lass mich mal kurz schauen. Hier, wir sind hier. Wir sind jetzt hier die... Ach, also was für ein... Wirklich dusseln Umweg gelaufen hier irgendwie. So, hier ist ein Laden. Hier könnten wir nochmal Insulin besorgen, obwohl wir eigentlich schon das Insulin haben. Ich würde gerne wirklich zu Alicia. Ich würde da gerne mal hin. Wir können auf dem Weg hier nochmal vorbei, dann können wir vielleicht mal schauen, ob das mit dem Insulin geklappt hat. Obwohl, es müsste eigentlich. Du hast wahrscheinlich einfach noch mehrere Anlaufpunkte. Oh, schnell vorbeigerannt, schnell gelootet. Da muss man flinke Finger haben. So. Hey Leute, da bin ich wieder. So, wir machen das erste. Ja, alles gut. So, Carla, hier bin ich. Ja, ich hab's. Schön. Oh my god, you found one. Thank you so much. Jetzt krieg ich Schmerztabletten dafür. I have some painkillers I was saving. Please take them. Okay. Do this for me and I will pay you very well. Cash. Okay. So, schnell reparieren. Zack. Und die Eigenbaumachete. Wir könnten mal schauen bei der bösen Doppelklinge. Die hat tatsächlich eine sehr, sehr gute Ausgangsstärke. Moment. Nee, hier, die war das. Die behindernde Bolo-Machete. Ist auch ein geiler Name, ey. Warum macht er... Ach, benötigte Stufe. Ich habe noch nicht die richtige Stufe. Schade. Schade. Aber könnte trotzdem... Könnt ihr einfach mal upgraden. Und mal gucken, wo die sich hinbewegt. Jawoll, Alter. 461. Und wir könnten sie natürlich noch modifizieren. Glühende Klinge. Glühende ist aber auch... Komm, lass uns mal eine glühende Klinge machen. 86 minus 4 gibt's da durch. Aber das, wir ziehen es durch. Komm, wir machen es mal. So, und ab Stufe 20 können wir so benutzen. Wir sind jetzt, wo sehe ich es denn? Wo sind wir? Spieler hier, warte mal. Stufe 18. Oh, okay, alles klar. Also noch. Da müssen wir noch zwei Stufen warten. Okay. Weiter geht's. So, ich lasse mal jetzt kurz diesen ganzen kleinen Tantchen-Loot da drin liegen. Und wir wollen zu Alicia. Tja, dann muss ich jetzt mal wirklich hier diesen großen Umweg mal laufen. Weil es interessiert mich tatsächlich sehr, was die junge Dame da zu bieten hat. So, sie ist da vorne. Ich kann doch jetzt einfach hier langlaufen. Was soll das? Was soll denn der Schmuh? Okay, die ist anscheinend auch in einem Laden drin oder so. Dringe in Alishas Haus ein. Kommt mir jetzt ein bisschen anmaßend vor, aber ich geh mal rein. Ungebetene Gäste, töte alle Untoten in Alishas Haus. Oh, ist eine Menge. Eine Menge Untoten. Was ist hier? Helle gekriegt. Hasse. Blöde Schluppe. So. Okay. So, er sagt, er will raus. Okay, na, er bringt uns jetzt natürlich, er sagt uns jetzt einen anderen Wegpunkt. Aber wir sind ja jetzt hier drin. Na los, komm rein, ihr Kleiner. Fleisch for Fantasy. You want it. Flash. Flash for Fantasy. So, für diese Hose, die du trägst, Alter, hast du schon allein verdient.
Das geht gar nicht. Zitronensaft. Was soll dieser Quatsch immer mit diesem Zitronensaft? Na los. Zwei auf einen Streich, schön. So, runter mit dir. Und. Sorry for your head. Oh, hat's noch geschafft. Na sag mal, was ist denn hier los? So, die Damage-Zahlen sind schon wieder jenseits von YouTube böse. Wir sind schon fünfstellig hier wieder, wa? So, nochmal schnell eine Coke. Dann geht's. So, schauen wir mal kurz hier nach dem Schläger. Ah, okay, starker Schläger. Und die Zombies haben wahrscheinlich auch wieder ein neues Level erreicht, weil jetzt konnte ich ihn halt nicht so leicht niederstrecken. Stay down! Stay down, habe ich gesagt. Alter, hartnäckiger Penner, ey. Er mochte es eh nie. Okay. So, wir schauen gleich mal. Vielleicht lebt sie sogar noch. Ich meine, die Zombies sind halt ziemlich hinterher. Ich würde also fast... Oh, mach mal hier den Herd aus. Cool aus. Schöner Lensflare-Effekt, aber gefährlich. Brandgefährlich, Freunde. Mächtiger Polizeiknüppel. Mächtiger Polizeiknüppel, was? Wieso? Nein, nicht die Tür zumachen, bitte. Wir haben hier keine verschlossenen Türen. Das ist das Gesetz. So sind die Regeln. So, wie sieht's im Bad aus? Ach, Raim, Alter. Oh Gott. Also das ist ja schon ein miese Klo. Das ist ja schon, was ist denn das hier für eine Einrichtung? Was ist denn das für eine Einrichtung? Erstmal so ein Totenschädel beim Scheißen, oder wie? So, Alicia? Hi, Alicia Jacobs. Grüß dich. Oh my God, you did it! Thank you so much! Thank you! Gerne. Und du hast für uns... eine Mühne Kampfflinte. Also, Dopf... Wenn es mal wieder so richtig funktioniert mit dem Reden. Eine ermüdende Kampfdoppelklinge. Stufe 18. Ah, nee, behalt mal. Die kannst du mal behalten. So, ich guck mir mal deine ganzen anderen Sachen an. Something useful. Ich will mal hier kurz in deinen Schlüpfern rum. In deinem Schlüpferfach. Ist das ekelhaft, ey. So, nicht. So, ihr seht, letztendlich sind die Buden auch alle sehr identisch gebaut, ne, irgendwie. Also genau den gleichen Grundriss hatten wir ja schon mal jetzt hier. Aber was haben wir denn hier? Verglast. Ein Bauplan. Schön. Das hat sich gelohnt. Und wir haben... Ach nee, es geht im Bauplan. Was hat. So, kannst du den jetzt nicht einfach fallen lassen? Ja, du kannst einfach fallen lassen. Okay, gut. Esse ich mal hier den ollen Apfel. Ich hoffe, der ist nicht schimmelig. Ich hoffe, der ist gut. Und die Cola trinke ich. Und dann gehe ich jetzt weg. So, schön. Hat sich das gelohnt? Ja, ich finde schon. Allein nur für den Bauplan hat sich das gelohnt. Idiot. So, okay, wir sind jetzt... Ah, das war blöd. Das war blöd. Okay, wir sind jetzt quasi von dem Laden. Wir waren hier schon mal drin. Klammer, was für ein Blödsinn. Wir waren hier schon mal drin und hier gab es damals nichts für uns zu holen. Oh, aber präzise in die Mitte, mein Lieber. Das ist aber gut. So, okay. Mal Lampe anmachen, damit wir auch was sehen. So, vielleicht ist ja jetzt Insulin da. Oder der Inhalator. Ist aber schön in die Ecke gefaltet, Alter, mein lieber Herr da. So, nichts. Was ist das für ein Quatsch? Da die Pistole liegt sogar noch da vom letzten Mal. Ein Energy Drink. Ja, das war irgendwie echt. Ach nee, schau mal, hier oben ist Insulin. Und nochmal Insulin. Moment, habe ich vorher nicht alles Insulin mitgenommen?